Moin und herzlich willkommen beim Barbecue Dino Grillen am Fuß des Wiehengebirges. Gestern ein bisschen im Internet rumgestöbert auf YouTube und bin da bei dem Udenheim-Jörn auf der Seite gelandet und habe mir mal ein paar Videos angeguckt und habe gesehen, der hat vor ungefähr einem Jahr hat der Pulled Beef gemacht und hat davon Tacos gemacht. Genau das gleiche möchte ich jetzt auch machen. Bin dann gestern noch schnell los gewesen, habe mir ein Stück Rindernacken gekauft, allerdings keine 2,5 Kilo wie bei dem Jörn, sondern bin mal gerade auf 1,5 Kilo gekommen. Ja, und die machen wir heute hier auf dem Traeger Pellet Smoker. Ja, und was ich da jetzt für brauche, welchen Rub ich nehme, zeige euch jetzt. Hört mal. Nebenan ist Kirche. Kann man nichts machen, läuft. So, wir starten mal gerade den Traeger hier und stellen den auf 121 Grad an. Das heißt, wir stellen ihn erstmal auf Smoke. Fahren den jetzt hoch und wenn das anfängt zu qualmen, dann stellen wir ihn auf 121 Grad. Und wenn das Ding hier anfängt zu dampfen, dann packen wir gleich das Fleisch drauf. Ja, hier haben wir die 1,5 Kilo Rindernacken. Die lassen wir so. Wir haben oben ein bisschen Fett runtergeschnitten, da war so ein bisschen Teig drauf, das ist nicht ganz so toll. Rappen werden wir das Ganze hier vom Barbecue Pit mit dem Pit Powder Beef. Das ist ein Ankerkrautgewürz, ja, und die haben es ja nur momentan ein bisschen schwierig auf dem Markt, weil sie ja einen Teil an Nestle abgegeben haben. Aber das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich finde das Zeug geil, deswegen nehme ich es auch weiter. Ja, dann werden wir das Zeug gleich auf den Pelletsmoker packen für ungefähr 5 Stunden. Nehmen das dann runter, packen das dann in Butcherpaper, einen Schuss Apfelsaft dran und dann nochmal, ja, 2 bis 3 Stunden auf dem Grill, dass wir eine Kerntemperatur von 93 bis 95 Grad haben. So, und dann packen wir dieses Zeug, dieses leckere Fleisch nachher, wenn es dann gezupft wird, beziehungsweise gepult, in die Tacos. Machen eine Salsa oder haben eine Salsa gemacht, die habe ich heute Morgen schon gekocht. Die ist ganz frisch, richtig geil, scharf, tomatig, schmeckt super, viel Knoblauch dran. Ja, ein bisschen Salat, Cheddar-Käse in 2 Variationen und ein paar Frühlingszwiebeln kommen oben drauf. Und nachher am Ende noch so ein Schuss Schmand oder Creme Fraiche, ne, Schmand war es. Und ja, ich werde es hier so ein bisschen aufräumen und dann seid ihr gleich beim Wrappen wieder dabei. Und dann packen wir das leckere Fleisch auf den schönen Grill. Ja, und das Fleischstück hier, das liegt in der kleinen Schale vom großen Schweden. Ja, und jetzt packen wir richtig was von dem Rub da drauf. Da ist, wie gesagt, ja, alles am Gewürzen drin, was geht. Ist ein Jalapenos sind drin, die sind geräuchert. Eigentlich wollte ich einen Rub haben, der nicht geräuchert ist. Aber, ja, weil er eben sowieso auf den Pelletsmoker kommt. Aber bei den Jalapenos, da sehe ich mal davon ab. Das kann man machen. So, und dann drücken wir das Zeug jetzt hier richtig an und würzen den natürlich von allen Seiten. Und da kann ruhig ein bisschen mehr drauf. Muss ja auch ein bisschen ins Fleisch einziehen und wirken. So, und das machen wir natürlich dann von allen Seiten. Richtig drauf mit dem leckeren Zeug. Ein bisschen Fett habe ich dran gelassen, das darf man. Das meiste wird raustropfen. Das Fleisch ist vielleicht nachher noch, ne, ist garantiert ein Drittel kleiner. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich ein 2 Kilo, 2,5 Kilo Stück haben, habe ich nicht bekommen. Das letzte, was ich jetzt von meinem Lieblingsschlachter bekommen habe, war dieses Stück hier. Und das nehmen wir dann natürlich, weil wir sind heute Abend nur 4 Leute, die Tacos essen. Und ja, das Ganze wird sich dann zwischen, ich schätze mal, 7, 8, 9 Stunden, je nachdem, wie lange die Plateauphase nachher dauert, wenn es denn eine gibt. Und ja, dann lassen wir das jetzt 2, 3 Minuten ruhen und dann kommt das leckere Fleisch auf den Pellet Smoker. So, die Temperatur von 120 Grad haben wir erreicht. Pellets nehmen wir diesmal Eichenbuchen-Pellets. So, den Pott hier haben wir mal voll gemacht. Jetzt gucken wir mal nachher, nach wie vielen Stunden der Füllstand letztendlich da bleibt, wo er hingehört. Ja, aufmachen, Temperatur hat er jetzt und dann legen wir dieses schöne Stück Fleisch einfach mal hier so mitten drauf. Ja, sieht gut aus. Machen wir jetzt kurz zu und dann hole ich einen Thermometer und dann wird das Ganze noch verkabelt. So, jetzt wird das Ganze verkabelt, dann nehmen wir das Thermometer, führen wir hier ein oder hier durch und dann nehmen wir nicht gerade die dünnste Stelle vom Fleisch, sondern die dickste, wenn es geht und dann einfach mal so mitten rein. So, und jetzt warten wir, bis wir 70 Grad haben, dann kommt das ganze Butcherpaper und dann geht's weiter. So, nach ziemlich genau 3 Stunden haben wir 120 Grad. Und so sieht das Fleisch jetzt aus. Spitze, oder? Ja, im Kern haben wir eine Temperatur von 63 Grad, perfekt. Also 70 wollen wir haben, brauchen wir noch eine halbe Stunde und dann schauen wir mal. Nach genau
3,5 Stunden haben wir jetzt eine, also 121 Grad seht ihr, ne? 120, 121 Grad, hat da super gehalten. Eine Kerntemperatur von 71 Grad, perfekt. Heißt, wir müssen das Fleisch jetzt runternehmen. Guckt euch das an, ist das nicht genial? Hammer, Hammer. Ja, dann nehmen wir mal unseren Temperaturspieß hier raus, und guck mal, raus geht, ja, rutscht ein bisschen mit. So, den lassen wir mal so, ja, den legen wir raus. So, und jetzt nehmen wir das Fleisch mit der großen Zange und packen das, wie wir es wollen, aufs Butcher Paper. So sieht es dann aus. Ist das nicht geil? Also ich würde sagen, ja, das kann man wohl machen, ne? So, und jetzt gucken wir mal, wie er liegt. So, und jetzt packen wir den so stramm wie möglich ein. Ich gieße dann immer noch so einen Schuss Bier mit dran. Unterstützt so ein bisschen das Dämpfen. Muss man nicht, wir mögen es. Ob es nachher wirklich Geschmack gibt, wissen wir gar nicht, aber wir denken es. So, wie gesagt, stramm einpacken. Und dann auch das Ganze. So. Und so. So, das Paket sieht dann so aus. Und kommt genau so jetzt wieder auf den Grill. Out. So, packen wir wieder in der Mitte rein. Nehmen, hoffe, ist jetzt nicht zu heiß. Nein, geht. Den Spieß wieder, den Temperaturfühler und stecken den wieder rein. So, wollen jetzt eine Temperatur von ja, 93 bis 95 Grad erreichen. Mal gucken, wie lange es dauert. Jetzt sind es genau 3,5 Stunden. 9,5 Stunden später. Temperatur vom Grill 121 Grad. Fängt gerade wieder an zu räuchern. Innentemperatur vom Fleisch. 95, Jackpot. Heißt, so, guckt hier rein. So sieht das Paket aus. So, und den nehmen wir natürlich jetzt runter. Ziehen hier einmal kurz den Stift raus hier. Wupp, oh, geht ganz leicht raus. Das ist schon mal gut. Und packen den jetzt für eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde sogar in diese Styroporbox und halten den warm. Dann verteilen sich die Säfte noch so ein bisschen im Fleisch. Deckel drauf. So, und den halten wir jetzt eine Dreiviertelstunde warm. Und dann wird gepult. Kleinigkeit, noch einmal hier nach den Pellets schauen. Nach 9,5 Stunden. Ihr wisst, wie voll die heute Morgen waren. So sieht es jetzt aus. Heute Morgen waren sie bis hier. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. Also der Pelletverbrauch ist in Ordnung. Gefällt mir super. Ja, jetzt machen wir hier Shutdown. Und dann fahren wir das Ding runter. So, der fährt die Pellets jetzt raus oder wieder zurück und dann verbrennt den Rest und dann fährt er runter, bläst aus und dann war es das. Und in 45 Minuten pullen wir. Mit Ruhezeit. 10 Stunden, 15 Minuten. So, jetzt nehmen wir das leckere Stück hier mal raus. Oh, das müsstet ihr riechen. Alter Verwalter, das riecht hier mal gut. Ja, und jetzt nehmen wir das hier raus. Oh, hat ein bisschen Saft abgesetzt, ja. So, hier einmal so rüber. Und jetzt packen wir das schöne Stück. Oh, Leute, guckt euch mal den Saft an, der hier rausperlt. Auch ein bisschen Fett, gehört alles dazu. Ich reiß das jetzt mal auf hier. Ich will ja nicht lange fackeln. Ach, du grüne Nuss, wie geil ist das denn? Oh, ich drehe den jetzt. Oh, oh, geil. Oh, geil. Heftig geil. Guckt euch das schöne Stück an. Mein kleiner Meteorit. Hammergeil. Ja, einmal Finger kurz abputzen. Und dann geht's los. Ich nehme jetzt meine beiden Bärenklauen und fange an. Probier, ob es geht. Oh, guckt euch das an. Oh! Wie geil ist das denn? Wow! Also das ist wirklich sehr zart und sehr saftig. Ihr seht es, ne? Also schade, ich hätte eine größere Schale nehmen müssen oder kleinere Gabel, wie man möchte. Aber ist mal geil. So, das pulle ich jetzt durch. Und ja, und wenn wir gleich die Tacos hier beladen mit dem schönen leckeren Fleisch, dann hole ich euch wieder dazu. So, das Fleisch ist gepult. Guckt euch das an. Hammergeil. Also wirklich, ich bin beeindruckt, dass das so gut geklappt hat.
So, und jetzt nehmen wir unsere Tacos. Ich habe jetzt hier einmal die, ja, die Rückseite. Das sind drei Tacos, kann ich reinstellen. Da packen wir so ein bisschen Salat unten rein. So, dann machen wir den einen hier mit, wie heißt der? Eichelkopfsalat, hätte ich was gesagt. Eichelblattsalat. Den einen machen wir mit, ja, normal diesen krausen Lollo und den anderen mit dem roten. So, backen wir so ein bisschen unten rein. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja nicht nur Salat essen, ne? So, und dann nehmen wir dieses leckere Fleisch. Und das ist wirklich, also, das ist einfach nur geil. So, und da schieben wir mal so eine richtige Kante hiervon rein. Nicht zu viel, weil kommt da noch ein bisschen Cheddar drauf. So, und dann auch hier so ein Pfund rein. Und hier genau das gleiche. Oh, geil, ey. Also ich kann euch schon sagen, ich habe das Fleisch schon probiert. Und ich muss leider sagen, es ist für mich der Oberhammer. Sehr geil, sehr zart, sehr saftig. Wahrscheinlich gleich nicht mehr so heiß wie vorhin, aber da stehen wir jetzt mal drüber. So, dann diese Krümel backen wir an der Seite. Haben wir hier so ein bisschen, erst kommt die Salsa. Die haben wir ja selber gemacht. So, da legen wir hier so ein bisschen oben drüber. Aber jetzt auch nicht zu viel, weil die ist scharf. Nicht super scharf, aber ne? So, dass es gut aussieht. Aber nicht zu viel, wie gesagt. So. Da auch noch so ein bisschen drüber. Wir wollen ja gleich bleiben, ne? So. So, Salsa fertig. Dann haben wir hier Schmand. Den habe ich so ein bisschen versetzt mit Paprika. Mit Paprika, ja, Flocken sind das. Und ein bisschen Chili-Flocken. Das Rezept nachher, wie immer, unter dem Video. So, mehr braucht er auch nicht drauf. Stellen wir auch an der Seite. Und jetzt nehmen wir den leckeren Cheddar. Zwei Sorten Cheddar, hell und dunkel. Oder Gold und leicht. So, und da brauche ich es auch noch ein bisschen drüber. Nicht zu viel. Ein bisschen rüber. So, schade, dass die Dinger nicht gerade stehen. Und der ist noch genialer aus. Ah, doch, geht. So, mehr brauchen wir gar nicht. So, und jetzt mache ich unser leckeres. Nee, da kommen wir halt. Einmal kurz den Finger putzen. Super. Und jetzt kommt ja mein geliebtes Gemüse hier. Die gehören immer dazu. Und die schneiden wir so ein bisschen schräg. Ich glaube, das reicht schon. An der Seite damit und dann oben so 3, 4, 5 oben rüber. Können ruhig ein bisschen daneben, fallen sie gut aus. Ja, und ich denke, das kann sich wohl sehen lassen, ne? So, jetzt mache ich mein berühmtes Foto und dann seid ihr zur Verkostung wieder dabei. So, so sehen sie aus. Foto ist fertig. Was heißt das jetzt? Der arme Dino muss probieren. Ja, ich werde das immer machen. Ich nehme den Mund und aus bist du. Ich nehme den Mund und egal. Ich schnappe mir jetzt hier so ein Gerät und sag dann mal auf euch. Ja, und weiß nicht, wo ich reinbeißen soll. Ja, guten, ne? Also das Fleisch. Heftig gut. Sehr lecker. Und dieser Rub von Ankerkraut, der ist gut. Also ihr könnt natürlich nehmen, welchen ihr wollt, aber ich finde den super. Das Rindfleisch, sehr zart. Saftig. Könnte jetzt im Moment ein Ticken heißer sein, aber das können wir nachher noch mal machen. Schön fresh, geil mit dem. Der eigentliche Rindfleischgeschmack ist noch da, aber die Salsa. Also die ist sehr geil. Und die Salsa, die hatte ich schon mal, die habe ich schon mal vorgestellt. Die verlinke ich euch hier oben wieder. Müsst ihr probieren. Also, ich sag mal, Prost, nochmal auf euch. Also sehr, sehr gut. Das passt wirklich gut zusammen.
Creme fraiche, die Salsa, das Fleisch. Also den Tipp habe ich ja von dem Jörn von Unheim Barbecue. Und ist eine leichte Abwandlung, ist nicht genauso, wie er es gemacht hat. Aber Jörn, vielen Dank für die Idee. Ich habe dir gesagt, ich mache es nach und ich habe es jetzt gemacht. Und ja, kann ich nur empfehlen, mir gefällt super. Ich habe gleich ein paar Gäste zu Besuch, die werden das auch, ich weiß jetzt schon, super finden. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gerne, wie immer an dieser Stelle, wohlwollenden Kommentar, Daumen nach oben, Abo wäre genial, Glocke aktivieren. Und dann, ne, brauche ich nichts zu sagen. Ja, und bis dahin bleibe ich euer Olaf Barbecue Dino, Grillen am Fuß des Wiengebirges. Macht's gut.